Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einen kleinen Lifehack zeigen, speziell zum Thema Drosophilas bestäuben. Denn jeder, der so etwas schon mal gemacht hat, weiß ganz genau, dass es eine sehr nervige Arbeit ist. Und deshalb habe ich eine neue Methode entwickelt, indem es euch einfach leichter fällt. Doch zuallererst noch das Intro und dann geht es auch gleich weiter. Dendrobaden TV. Okay, fangen wir auch gleich mal an. Ich möchte jetzt erstmal die Methode zeigen, wie ich sonst meine Drosophilas mit diesem Vitaminpulver bestäubt habe. Also diese Methode war ja ganz in Ordnung so, es ging schon klar, aber ich bin einfach kein Freund von Stress und wenn man das so macht, hat man immer etwas Stress, dass die Fliegen vielleicht zu schnell herausklettern oder wenn man sie jetzt in dieses Sieb hereinklopft und wieder in die Box hereinschüttelt, dass dort dann auch wieder welche verloren gehen. Und für mich war das alles zu stressig und auch zu viel und deshalb dachte ich, ich entwickle eine neue Methode, in dem einfach alles kompakt ist, ich dort meine Drosophilas gut bestäuben kann und sie aus diesem Behälter dann auch gleich noch verfüttern kann, denn mit so einer großen Box in der Hand funktioniert es einfach nicht so gut, sie ist sehr unhandlich und mit dieser Flasche habe ich eine kleinere Öffnung, wo ich dann meine Drosophilas im Terrarium auch gezielter platzieren kann. Am Flaschenboden bestäube ich meine Drosophilas und am Deckel ist ein kleines Sieb angebracht. Dort fällt dann das überschüssige Pulver herunter und man kann es für die nächste Portion wieder verwenden. Das geht ungefähr 3 bis 4 Mal ganz gut und erst dann muss man das Pulver wieder austauschen. Aber es wäre einfach eine Schande, jedes Mal nach jeder Portion das Pulver einfach wegzuwerfen. Weil ich meine, so wirft man ja jedes Mal dann etwas Geld weg und es muss ja nicht unbedingt sein. So, hier sieht man es nochmal. Hier sieht man meine Drosophilas in der Flasche und jetzt kann ich auch gezielter meine Drosophilas im Terrarium platzieren. Und selbstverständlich möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich das gebaut habe. So, wir brauchen eine größere Plastikflasche, am besten eine, die etwas fester ist, denn es gibt ja auch so weiche Plastikflaschen. Ich habe mir eine ausgesucht, die etwas stabiler ist. Dann noch einen kleinen Behälter mit zusätzlich einem weiteren Plastikdeckel. Dann haben wir noch ein altes Küchensieb, Filzstift, Schere, Schnur, scharfes Cuttermesser und Sekundenkleber. Zuallererst entnehmen wir den Deckel von dieser Plastikflasche, entnehmen auch gleich diese Dichtung und schneiden in den Deckel ein Loch herein mit einem scharfen Cuttermesser, also mit einer scharfen Cuttermesserklinge, aber aufpassen, dass sie nicht abrutscht. Das gleiche Loch schneiden wir jetzt auch noch in die Dichtung. Nutzen es auch gleich als Schablone und schneiden es mit einer Schere aus diesem Küchensieb. Eine Blechschere wäre in dem Fall natürlich viel besser gewesen. Wenn wir das jetzt soweit haben, bekleben wir den Deckel mit Sekundenkleber, natürlich nur unten und nicht am Gewinde. Jetzt drücken wir das Sieb herein und legen im Anschluss auch gleich diesen Dichtungsring mit drauf. Und wenn wir es jetzt fest zuschrauben, drückt es den Dichtungsring gegen das Sieb und so verfestigt sich der Sekundenkleber auch viel schneller. Nach ca. 5 bis 10 Minuten müsst ihr dann dieses Sieb gut an euren Deckel haften. Jetzt wird mit dem Filzstift eine Öffnung aufgezeichnet und im Anschluss mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. Und wenn wir das jetzt soweit haben, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu diesem kleinen Behälter mit einem Plastikdeckel, ganz wichtig. Dort nehme ich jetzt diesen Deckel und nutze ihn gleich als Schablone, schneide solche kleinen Schlitze herein, immer bis zur Mitte und im Anschluss nehme ich den Sekundenkleber, beklebe oben den Deckel und stecke vorsichtig die Kappe von der Flasche in den Deckel herein. Und so sieht das jetzt aus. So hält das jetzt ja schon mal ganz gut, aber ich möchte es natürlich noch etwas verstärken, denn sonst geht es nach dem 4., 5. Mal dann vielleicht sogar schon kaputt. Deshalb streiche ich nochmal alles mit Sekundenkleber ein und wickel fest einen Faden herum, dann nehme ich wieder etwas Sekundenkleber, streiche alles damit ein und wickel den Faden weiterhin fest herum. So bekommt das wirklich alles einen richtig guten Halt, also es hält bombenfest, Leute. So, okay, jetzt schrauben wir noch alles zusammen und das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ich konnte euch auch etwas weiterhelfen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, denn nur so bleibt ihr auch auf dem Laufenden.
Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr denn so eure Drosophilas bestäubt. Denn mich würde das schon interessieren, was ihr euch denn für Methoden ausgedacht habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.